Jetzt gibt es das erste Geld für uns. Das erste Mal, dass wir einen Bahnhof anfahren. Auf einer unserer Strecken hier vorne in Bulle. Nicht in Böhm. Ich weiß, es gibt auch Leute, die hartnäckig behaupten. Und auch diese Böhm, aber lasst euch nicht von denen veräppeln. Ihr spielt Writing Bull unter Ortheis. Und lasst euch vor allem nicht erschrecken von den Miesen oben. Minus 1149 Gold und Geld. Schande. Warum? Weil wir eine E-Log-Strecke haben und die Oberleitung, seht ihr rechts im Tooltip, wir verbrauchen halt die ganze Zeit Geld. Das ist der Unterschied zu den normalen Strecken, die nicht elektrifiziert sind. Wenn da niemand fährt, dann kostet das auch nichts. Und wir haben ja eine hier unterwegs, die wir noch nicht nutzen. Jetzt lassen wir den Zug hier mal ankommen. Prämie für den Anschluss, die wird oben nicht mit eingerechnet, weil der Bahnhof drin war. Und jetzt mal folgendes, jetzt stoppen wir nochmal ganz kurz und jetzt würde ich gerne... erstmal, ich habe das Gefühl, die allgemeinen Spielsounds sind zu laut im Vergleich zur Musik. Das heißt, ich mache eine Sache noch. Ich mache die Spielmusik wieder lauter, aber die gesamte Lautstärke leise. Ich hoffe, das ist klüger. Danke an Riddick fürs 34. Abo. Schattenfuchs, danke fürs Schieren. Euch allen liebe Grüße. Danke an dich hier auch für den netten Kommentar. Und jetzt mal folgendes. Die Strecke hier, die stampfen wir wieder ein. Ist kein Gag. Weil jetzt wollen wir... das verkaufen wir, das machen wir komplett wieder ein. Und dann verbinden wir das hier unten hin und machen im großen Stil halt weiter. Das heißt, dass diese Testfahrt hier wird wieder aufgelöst. Einmal verkaufen bitte. Wir haben mit 3 Millionen gestartet, jetzt haben wir 2,17. Die Prämie behalten wir natürlich. Die Leute, die gerade in Waggon eingestiegen sind, die werden nicht gekillt oder getötet. Die Pakete werden noch nicht verbrannt. Die werden zum nächsten Bahnhof zurückgebeamt. Jetzt machen wir hier die Verbindung hier unten hin. Die verlängern wir hier oben hin. Und die Personen- und allgemeine Güterstrecke vernetzen verbinden wir hier hinten hin. Und die Zuckerstrecke machen wir auch noch hier vorne rein. Und das Getreide holen wir von hier rein. Dann haben wir hier eine Gesamtverbindung hier hin. Zuerst wollen wir das hier allerdings verbinden hier. Setzen noch einen weiteren Bahnhof hier vorne hin. Und ich sage euch mal, was der Plan ist. Der Plan ist folgender. Das Gemüse holen wir von hier, bringen das nach Bulle. Der Zug fährt dann hier zurück, fährt hier ab, landet hier beim Bahnhof, lädt Holz ein und bringt das Holz nicht nach Vevey, wo es naheliegend wäre, sondern fährt stattdessen hier oben zurück, bringt es hier oben hin, dann wird das Holz hier umgeladen, hier unten hinten hingebracht. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber die Strecke ist ebenerdig, das ist alles okay. Und ich will hier nicht zu viele Gleise blockieren, damit dass ich zig kleine Sachen hier oben anschließe. Ich will das lieber auf diese Weise machen hier. Und dann ist die Strecke doppelt. Oder wir sagen, das wäre die Alternative, dass wir auch hier eine Lagerhalle bauen, das Holz umladen, nachher die Birnen hier anschließen. Aber das Problem ist, die Birnen werden erst spät nachgefragt. Es sei denn, in Lausanne werden jetzt schon Birnen nachgefragt. Dann könnten wir die Lagerhalle hier benutzen, in Bull, um... Ja, da könnten wir hier die Möhren hier eine Verbindung machen. Die Möhren hier reinpacken lassen. Wie sieht das mit Birnen? Gibt es hier woanders Birnen? Hier können wir die Birnen auch holen. Hier könnten wir sogar einen gemeinsamen Bahnhof machen. Für Vieh und für Birnen. Das ist noch viel klüger. Die Birnen hier rechts, die ignorieren wir. Wir ziehen den alten Plan hier mit dem Holz durch. Wir machen hier einen weiteren Bahnhof hier unten hin. Einen extra kleinen Holzbahnhof.
Eine nicht elektrifizierte Strecke oder doch elektrifiziert? Also langfristig werden wir die wahrscheinlich elektrifizieren und mit E-Loks dann auch befahren, weil das langfristig hier eine super hohe Nachfrage sein wird nach diesen frühen Gütern, die wir hier anschließen. Die Nachfrage in den Städten wird steigen, weil dort immer mehr Bürger leben und wir wollen ja die Strecken auch auslasten. Schnellen Transport darauf haben, das wird mit E-Loks dann am effizientesten laufen. Wir werden die nachträglich elektrifizieren und dann die starken E-Loks benutzen, aber nicht von Beginn an. Die E-Loks sind billiger im Unterhalt langfristig, weil man, ist egal. Auf jeden Fall erstmal nicht. Erstmal machen wir nicht elektrifiziert hier lang. Hier der Anschluss ran. Oh, lala. Wir müssen ja hier erst die Ausweichstrecke jetzt noch machen. Ja. Die Ausweichstrecke hier zu Ende. Wir haben ja hier die allgemeine Transportgeschichte, die wir hier noch gebaut haben. Und das wird dann doch elektrifiziert später. Wir gehen hier mal rauf. Wir bauen die schon mal, obwohl wir die zunächst nicht benutzen werden. Einfach damit wir überall die billigen Parallelgleise nachher haben werden. Dann geht's hier rein. Hier durch. Hier rein. Hier rein. Hier können die dann umsteigen. So ist okay. Einmal bauen bitte. Checken wir kurz, was ist elektrifiziert und was nicht. Ich glaube, die ist elektrifiziert, die nicht. Das ist natürlich, das heißt, die hier werden wir erstmal nicht nutzen. Das ist Absicht. Wir brauchen anfangs, wenn wir nur Verbindungen haben, die ja das ist ja für allgemeine Waren. Da werden erstmal nicht so viele transportiert. Wir brauchen erstmal nur einen Zug auf der Strecke, der herauf und runter fährt und allgemeine Fertigwaren transportiert und andere Sachen. Ja, auch die Rohstoffe werden hier umsteigen. Wir machen es gleich richtig. Wir gehen hier rein und elektrifizieren den nachträglich. Einmal bauen bitte. Dann checken wir hier die Gleisverbindung. Die Richtung hier einmal. Rauf, runter. Prima. Das passt alles. Hier vorne hin. Passt ebenfalls. Hat geklappt. Und gut so. Und einmal fertig machen. Musik gefällt euch, ne? Ist die immer noch laut genug? Ich habe ja eben ein bisschen an der Musik gedreht. Ich glaube, die ist jetzt zu leise, oder? Nee, es geht. Könnt ihr die Musik gut hören? Ja, ne? Ich denke schon. Dann kommt jetzt die... Alles gut. Im Chat wird getanzt. Selbst von Shari, dann ist ja alles gut. Shari schwingt selten Hüften und nur dann, wenn wirklich ein angemessener Anlass besteht. Also dann ist die Musik wohl wirklich richtig gut. Dann geht's hier vorne hin. Mit dem Holz. Das ziehen wir hier an. Hier vorne lang. Und das ist dann nicht elektrifiziert. Ich habe eben erklärt, warum. Das werden wir langfristig elektrifizieren, aber erstmal nicht. Das kann man dann hier rechts anschließen. Dann parallel weiterbauen. Demnächst wird unsere Rimkurano wieder WBs junge Herde streamen. Und eventuell ist sogar in ihrem Interesse, wenn ich euch jetzt mal frage, habt ihr Spiele, die ihr vorschlagen wollt? Niedliche Aufbauspiele. Oh Gott, geht das hier?
Geht, ne? Oh lala, was habe ich getan? Dann bauen wir erstmal das hier. Weil letztlich spielt sie eigentlich nur das, wo sie Lust drauf hat. Aber ich glaube es auch in ihrem Interesse, wenn ich jetzt vortäusche, dass ihr eure Meinung, dass sie da großen Wert drauf legt. Vielleicht könnt ihr mir mal die Freude machen und mitspielen und ja mal ein paar Spiele wünschen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Spiel, das ihr ohnehin zeigen wollte, dabei ist. Und wenn sie dann sagt, ja, das mache ich, dann wisst ihr, dass Demokratie wie im realen Leben auch etwas ist, an das wir alle doch gerne glauben wollen, das uns allen gute Laune beschert. Also das Konzept der Demokratie, nicht ohne die Realität. Einmal hier runter. Ja, so kann man das machen. Einmal bauen, bitte. Nee, keine Retro-Geschichten. Bitte nur neue Spiele. Neue Spiele, keine alten. WBs junge Herde, bitte mal den Link posten. Ja, danke an Black Panther. Und jetzt machen wir folgende Geschichte, damit es hier glatt auch geht. Reiß ich ein kleines Stückchen hier ab. Marzipantoffel, guten Abend an dich. Danke für den netten Kommentar, danke fürs 10. Abo, schönes Jubiläum und danke für die lieben Worte an dich. Jetzt bauen wir hier ein kleines Stückchen sauber hier an. Ja, jetzt können wir hier besser zu Ende bauen. Und einmal bauen bitte. Und jetzt können wir die erste Sache, also wenn Gemüse und Holz... Das war Holz hier, ne? Gemüse und Holz steigen unten um. Die höhere Prämie bekommen wir für das Holz. Ja, geringfügig, aber das geht schneller. Dann transportieren wir erst das Gemüse hoch, dann das Holz. In beiden Fällen hatten wir hier schon gekauft eine Lagerhalle, in der Holz und Gemüse umtransportiert wird. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein... Na, wie heißt es nochmal? Das Gebäude, das die Züge heile macht, wenn die Lebenspunkte verloren haben. Ein Wartungsdepot, vielen Dank. Ein Wartungsdepot, einmal bauen, einmal kaufen. Da ist es. Ich arbeite gerne mit einer Wartungsgrenze 70% allgemein. Also wenn eine Lok reinfährt und nur 70% der Lebenspunkte hat, dann wird die wieder heil gemacht hier. Und jetzt fangen wir hier vorne an. Bauen, kaufen, bauen eine... Eine E-Lok oder... Ne, keine E-Lok. Später eine E-Lok. Erstmal eine normale. Neue Zuglinie, eine Frachtlok. Das ist die beste Frachtlok, die es gibt. Und das ist doch eine E-Lok. Das ist die Frachtlocke davor. Von 1892. Wir sind schon im Jahr 1890. Nee. Wir sind doch 1890, haben wir gestartet. Und die ist von 1892. Bin gerade leicht irritiert. Ich dachte, wir spielen im Jahr 1890. Ach, historisch ist die im Jahr 1892 entstanden. Und bei uns ist die schon seit jetzt allerdings schon dabei hier. Spitzengeschwindigkeit kann uns egal sein, Zugleistung ist relevant, allerdings nicht so wichtig, weil wir nicht so viele Steigungen haben. Wie billig ist der Zuverlässigkeit, da lege ich Wert drauf. Wartungsbedarf, Verbrauch, könnte auch interessant sein. Beliebtheit ist nur relevant für Express-Loks, Spitze 73 km/h, Zuverlässigkeit 115%, das ist ein Richtwert, 129%. Zugleistung 192%, 133, das ist kaum ein Unterschied. Geschwindigkeit 73 versus 82. Wir gönnen uns erstmal die normale Belege hier. Davon setzen wir eine Lok auf der Strecke ein. Starten hier. Minimum 2 Gemüse bitte mitnehmen. Da geht es hin. Leer fahren wir ab. Hier vorne wieder hin. Holz bitte einladen. Minimum 2. Hier vorne bitte wieder hin. Einmal ausladen. Und leer zurück.
So richtig, ne? Ja, alles richtig. So passt das. Sehr schön. Schattenfuchs fragt, wenn die Zuverlässigkeit über 100% liegt, ob es dann einen Unterschied machen würde, wie viel über 100% ja, weil das ist nicht wörtlich zu nehmen mit den 100%. Das heißt nicht, die fällt nie aus, sondern das Spiel operiert mit einem Richtwert. Also das Spiel setzt willkürlich irgendwann einen Richtwert und sagt, so, das definieren wir als 100%. 100% Beliebtheit, 100% Zuverlässigkeit, 100% Charme oder was auch immer. Und an dem Richtwert orientieren sich dann die einzelnen Loks. Und die sind dann unter, also man könnte auch statt 100% sagen 100 nur. Und dann sind die entweder unter dem Wert oder drüber und damit arbeitet das Spiel halt, ja. Okay? Deshalb, ja, also so funktioniert das hier halt. Das bestätigen wir jetzt. Und das ist dann eine, Gemüse und Holz werden nach Bulle gebracht auf der Strecke. Und von Bulle aus später weiter verteilt. Wir starten jetzt einmal. Ich will ja nicht nur bauen, ich will mit euch auch einmal fahren. Und wenn wir das hier angeschlossen haben, gibt es eine dicke Prämie. Wir gucken jetzt nochmal, ob mittlerweile das... Ja, mittlerweile ist die Auslastung statistisch eine geringere. Der Kauf ist immer noch zu teuer. Das mache ich nicht. Holz hatten wir unten gekauft. Ich glaube, das ist im Safe Game drin. Ja, das WB-Porträt ist dabei. Jetzt fahren wir hier vorne einmal ab, bitte. Wir fahren einmal eine einfache Strecke und dann bauen wir weiter. Ja? Ich habe eben an den Audiosachen ein bisschen gedreht. War, ich hatte eben das Gefühl, der Spielsound, also die Geräusche der Loks und das Chu-Chu seien im Verhältnis zur Musik zu viel und habe das mal ein bisschen geändert. Sag mal bitte kurz Bescheid, ob das so passt jetzt. Schaut mal, so viel Gemüse an Bord. Alles okay? So ein schönes Spiel. Ich weiß, ich wiederhole mir. So ein schönes Spiel. So ein entspannendes Spiel. Zumindest wenn man wie ich nicht gegen KI-Gegner spielt. Ich finde, das Spiel passt auch zu uns toll. Zumindest bei uns live, weil da kommt mein Verplauschtsein ganz gut rüber. Wie das auf YouTube ist, weiß ich nicht immer. Auf Twitch wird immer viel kommentiert, auf YouTube ein bisschen weniger. Wenn ihr auf YouTube mehr sagen wollt, ob eurem Eindruck nach das gut zu uns passt, gerne. Erwartungsgebäude kommen später, Alter. Das ist ja die erste Fahrt hier. Also ein Erwartungsgebäude innerhalb der Städte haben wir. Wir haben aber noch keines für Holz und für Wasser und für Sand, ne? Sehr fleißig. Weitermachen. Also einer der beiden zumindest. Passt sicher auf den anderen auf, damit er auch beim Nichtstun keinen Fehler macht. Aber Schattenfuchs, ob die Bahnhöfe, die Wartungsgebäude sind nicht, die werden nicht automatisch mitgebaut. Die musst du kaufen. Du brauchst ja auch nicht in jedem Bahnhof einen. Also wir machen das, ich mache das meistens so auf den Landbahnhöfen. Einwartungsgebäude oder in Städten, wo die Waren alle ankommen und wo auch die Expresszüge durchfahren, da packe ich dann die Wartungsgebäude rein, weil da einfach mehr los ist. Ist aber Geschmackssache.
Es gibt auch Leute, die sagen dann, hey, die großen Bahnhöfe spezialisiere ich durch diese extra Gebäude, bei denen die, bei denen es mehr Personen, wenn Personen umsteigen, extra Erlöse gibt und so weiter. Und die anderen Sachen mache ich draußen, geht alles. Einmal Einfahrt, mal gucken, wie viel Geld es gibt. Oh Gott, ich bin auf dem falschen Bildschirm gelandet, wie peinlich. Ich bin gerade mit der Maus auf Bildschirm 2 gelandet. 240.000 Flocken, sehr schön. Das nutzen wir jetzt sofort mit F8 einmal abspeichern. Für die Expansion. Und ein extra großer Schritt, den wir jetzt machen werden. Der fährt jetzt automatisch hier unten hin. Da kommt auch die Anschlussprämie. Wir verbinden Vöwe mit dem Ort hier unten. Und dann geht's weiter hier.